und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Minecraft. Wir waren letztes Mal stehen geblieben, dass wir uns eine kleine Strandhütte bauen wollten. Und dass ich den lieben LPAG gegrüßt habe. An dieser Stelle nochmal. Hey! Ja, wir warten auf jeden Fall jetzt erstmal, dass wir ins Bett gehen können. Und dann holen wir uns 3 Wolle und dass wir allgemein da mal unser Bett hinbauen können. Dass wir gleich da drüben pennen können. Obwohl, da fehlt uns auch eine Decke für. Ha, schauen wir mal. Wie war das Lösen, das klitzekleine Problem? Dann wollen wir noch Glas haben. Glas haben wir aber irgendwie so überhaupt nicht mehr. Okay. Und Sand wollten wir auch noch haben. Okay. So, Moment, da sind noch 4 drin. Also kann ich damit 32 machen. So. Und wenn ich dann gleich wiederkomme, ist das da alles schön fertig. Na? Hoffe ich. So. Und dann können wir uns erstmal irgendwo was Nettes... Aua! Irgendwo was Nettes, Kleines suchen, damit wir uns mal irgendwo Sand abbauen können. Ich würde das jetzt aber ganz ungern hier gleich direkt vor unserer Haustür machen, weil hier werden wir immer wieder vorbeikommen und ich würde das so ein bisschen schade finden, wenn hier alles kaputt kaputt gemacht ist, weil wir einfach Sand brauchten. Wäre ein bisschen blöd, würde ich sagen, ne? So, deswegen machen wir hier erstmal das Loch für unser Panoramafenster. Unser Panoramafenster, oh yeah. Weil das, was ich hier... Also ich hatte da letztes Mal so eine klitzekleine Idee. Und ich würde es halt cool finden, wenn die so funktioniert, wie ich mir das denke, wie es funktionieren könnte. So. Hier nochmal eben schnell. Bidim, 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 bidim. So. Tja, jetzt sieht's aus wie ein Schweizer Käse. Jetzt ist es amtlich. Ich baue Schweizer Käse. So, Problem damit? Tja. Pech gehabt, würde ich mal so sagen. Lalalala. Wir könnten ja erstmal wieder was essen. Weil so mit Hunger ist das nicht so angenehm, ungefähr was zu machen. Ja, gut. Was haben wir denn hier hinten? Was haben wir hier hinten? Schäfchen haben wir hier. So, komm mal her. Gib mir alle euer Wolle. Wolle, gib mal alle deine Wolle. Du auch? Gib mal deine Wolle. Wolle. Wolle! Wolle! Gib mir all dein Wolle! Hallo! Gib mir all dein Bier! Hey, es kommt sogar nochmal zurückgelaufen, damit wir es nochmal lieb haben können, wollte ich sagen. Na? Selbstverständlich haben wir es lieb, wenn wir da drauf rumhauen. Hallo? Skype? Ich hatte mich doch eigentlich. Ja, so. Auf beschäftigt gestellt gehabt. Aber gut. Naja, gut. Darf mir auch mal passieren. Finde ich so. Oder nicht. Was meint ihr dazu? Schreibt es doch mal in die Kommentare. Fällt mir übrigens auf. Beziehungsweise ist mir letztens aufgefallen. Ich habe letztes Mal gar nicht gesagt, dass ihr mal irgendwie was in die Kommentare schreiben könnt. Ja, nur ist zu spät. Würde ich mal einfach so behaupten. So. Und für alle, die sich jetzt fragen, was macht der denn da? Wieso macht der denn da jetzt Erde hin? Ganz einfach. So. Wir machen jetzt hier deswegen Erde hin. Damit wir gleich... Das ist nämlich ganz ausgefuchst ist das. Du, so, so, so. So. Jetzt können wir nämlich... Hier runtergehen. Und. Ja, ihr seht es. Sandfarmen. Uah. Ich glaube, jetzt kann ich diabolisch lassen. Uah. Uah. So. Und dann sollten wir irgendwann. Ja. Sand am Meer haben. Also Sand wie am Meer haben, so ungefähr. Aber.
aber ich glaube da persönlich noch nicht ganz so dran. Weil dann komme ich wieder auf so schlaue Ideen wie, ja, guck mal, nehmen wir einfach mal einen Glasblock mit und eine Glasscheibe und das, was wir nicht brauchen, das machen wir dann kaputt. Ne? Da habe ich mir aber erstmal einen Kopf gefasst, was ich mir dabei gedacht hatte. Alter Schwede, das war... Puh, grenzwertig. So. Alles immer schön hier abbauen. Lalalalalalala. So, gleich mal schauen, wie viel ich denn nur habe. Lalalalalalala. Nom 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 nom. Nom 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 nom. Merkt man, dass ich Hunger habe? Nom 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 nom. So, wollen wir doch hier mal eben Dirt Block. So. Dim du dip dip du 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 dip 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 dip. So. Ja. So. Hallo Schäfchen. Na, wie geht es dir denn heute? Ah, echt? So geht es dir? Ja, so geht's mir auch. Andauernd. Könntest du da jetzt mal bitte deinen kleinen Astralkörper beiseite bewegen? Ach, immer diese vorwitzigen Schafe, ey. Dass sie aber auch nichts anderes zu tun haben, anstatt mir immer im Weg zu stehen. Ja. Naja, gut. Was will man machen? Es sind halt nur Schafe. Was? Genau. Jetzt habe ich das Thema des heutigen Tages. Und zwar, was findet ihr besser, wenn ich hier über ernste Themen mich auslasse oder ob, wenn ich hier einfach nur irgendeinen stumpfsinnigen, grenzdebilen Mist von mir gebe? Jetzt speziell bei Minecraft, so rein von den Redethemen her. Weil es mir aufgefallen, dass ich so 3 Folgen so, ein ernsteres Thema so immer so hatte und jetzt auf einmal, ja. Einfach mal wieder grenzdebile Scheiße. Ja. Müsst ihr entscheiden. Schreibt es doch einfach in die Kommentare und lasst es mich wissen. Was mögt ihr lieber? Oder wisst ihr Themen, die unbedingt mal angeschnitten werden sollten, eurer Meinung nach? Dann lasst es mich wissen. Ich versuche denn da meinen Senf zuzugeben. Und, ja. Wir sind voll. Schmeiße die Setzlinge weg. Die braucht eh keiner. So. Dann machen wir jetzt nochmal eben unsere Taschen mit Sand voll, bis wir auch nichts mehr tragen können. Und dann geht es auch schon... Ey. Hallo? Aufdringlich seid ihr gar nicht, ne? Ihr da, ihr 3 da. Ja, nicht nur, dass ihr komisch aussieht, nein, ihr seid auch noch aufdringlich. Ach, immer diese Setzlinge, ganz ehrlich. Nee. Naja, die Setzlinge von heute sind einfach nicht mehr das, was sie mal waren. So. Hey, und die Schafe haben wieder Wolle. Wolle, Wolle, Wolle. Kommt her, gebt mir all eure Wolle. Wolle, Wolle, Wolle. 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 Na, findet ihr nichts zu fressen, Jungs? Na, naja. Nächstes Mal vielleicht. Na, nächstes Mal. Immer positiv denken. Wird bestimmt beim nächsten Mal was. Vielleicht bringe ich ja nächstes Mal auch was mit für euch, Jungs. Na? Müssen wir uns nur hinter die Löffel schreiben, dass wir das auch auf keinen Fall vergessen. Wäre nämlich schade, wenn wir jetzt einfach die Schafe enttäuschen würden. Ach ja. Die lieben Schäfchen. Dim, 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 dim. Mann. Also irgendwie muss ich unbedingt mal die Playlist umändern. Ich höre die ja auch ab und an mal so, wenn ich die Videos am Bearbeiten bin. Hier fehlt eine Fackel. Ist das immer noch von dem Creeper-Attentat? Ach, komische Creeper, ey. So, guck mal, hier haben wir ja schon mal 32 Glas. Das ist ja schon mal nicht schlecht. Was wiederum schlecht ist, dass, ja, guck mal. Perfekt, perfekt. So, dann wollen wir mal eben hier nach oben, hinten, nee, hier, mal ganz kurz etwas Holz abladen. Ja, es ist, so. Dann hier etwas Erde und dann, ja, können wir hier nochmal Samen reinpacken. Die Eier habe ich ja immer noch. Meine Eier! Tja, auch wenn ich sie durch die Gegend schmeiße, es bringt einfach nichts. Da kommt nichts raus.
übelster Self-Diss. Ja. Und irgendwie habe ich so das Gefühl, dass uns irgendwie leicht die Nahrung ausgeht. Tja. Och Mann, es ist auch schon fast wieder Abend. Wir kommen einfach zu nichts mehr. Zu nichts, sag ich euch. Zu nichts kommen wir hier. So, das brauchen wir noch. Also, so langsam wird es aber echt knapp hier mit Essen. Ach, Essen, Essen. Irgendwie kann ich im Moment nur ans Essen denken. Wah, Essen. Hunger. Jetzt so richtig schöne Currywurst. Oh, nee, was viel geiler wäre, richtig schön grillen jetzt. Das wär's jetzt. Ach ja. Ich glaube, da gibt's nur ein Problem. Es regnet mal wieder in Strömen. Also, ich weiß ja nun nicht, wie es bei euch aussieht, ne? Allerdings, schreibt es mir doch mal zusätzlich in die Kommentare. Wie sieht der Sommer im Moment bei euch aus? Also, so wettertechnisch. Bei mir sieht er einfach nur, ja. Naja, sagen wir es so, es ist kein Sommer. Es ist einfach, ja. Nee. Das ist kein Sommer, was wir hier im Moment haben. Das, nee. Ganz ehrlich, nee. Da fehlen mir auch einfach die Worte, um das zu beschreiben, was es im Moment ist. Weil es ist Mist. Und das wisst ihr, in ganz Deutschland. So. Dann können wir ja gleich zum ersten Mal in unserer neuen Hütte schlafen. Mensch. Was wird das denn jetzt hier? Hä? Hallo? Danke. Wolle? Ach da. So und so und so. So und so und so. Hier. So, jetzt brauchen wir hier, würde ich sagen, noch, ja, mindestens eine große Kiste. Weil, aus dem ganz einfachen Grunde, keine Ahnung. Weil, wegen Boom. So. Das passt mir jetzt überhaupt nicht von der Symmetrie hier, aber egal. Das ist mir jetzt sowas von shit egal, ganz ehrlich. So, jetzt lassen wir ihn mal raus. So. Ja. Uns fehlt irgendwie noch ein Dach, kann das sein? Was? Wie wollen wir denn diesmal das Dach machen? Auf jeden Fall das nicht abbauen. Zumindest nicht mit der Axt. So, was haben wir denn noch alles hier? Haben wir noch Bretter, ja? Wir haben ja noch Bretter. Dann würde ich doch einfach mal sagen, probieren wir das einfach mal mit Treppenstufen. Ich weiß mal noch nicht wie, aber das finden wir dann schon raus. So, 5x4 sind bekanntlich 20. 20 Stück jetzt reichen. Das sei jetzt einfach mal dahingestellt. Egal, erstmal aufs Dach rauf. So. Jo und jo und so. So. So und so und ja, da muss ich mir da mal was einfallen lassen, glaube ich. Befürchte ich einfach mal so. So. Dann kommt der dahin und der dahin und der dahin und da bleibt dann so. Und mir fehlen Bretter, beziehungsweise Dings hier, wie heißt die Dinger, Treppen fehlen mir. So, machen wir gleich mal 40 Stück, das sollte dann überhaupt nicht reichen, glaube ich. Befürchte ich jetzt einfach mal. So, dann haben wir da auch 10 und hier haben wir dann auch 11, egal. So. Machen wir 44 und dann passt das. Hoffentlich. So, dalle. Dann den dahin. Dann können wir da den dran setzen. Danke sehr. Ja. Nee, ganz verzweifelt und wichtig. Der kommt dahin. So, dann kann der da noch hin. So, aber ich glaube, dann mache ich hier erstmal um die Ecke. Weil, sonst baue ich jetzt hier einfach weiter und dann passt das am Ende überhaupt nicht mehr. So, müssen wir dann gleich nur mal schauen, wie wir das hier eventuell mit einem Überhang
mit einem Überhang des Daches machen. So. Nebenbei, die Folge wird heute ein bisschen länger, ne? Mhm. Weil wegen, ja, wir wollen ja auch mal ein bisschen, schaffen, ne? Nützt ja nichts, wenn wir hier die ganze Zeit nur rumdümpeln und ja. Am Ende heißt es, der strickt seine Let's Plays, weil er so geldgeil ist. mit den. Nee, lass mal stecken. So. Ich glaube, das Dach wird höher als, ja. Das gesamte Haus an sich. Glaube ich gerade mal so. Ja. Was war das denn jetzt für eine Aktion? Da wollte ich doch, egal. Ich sag da mal nichts zu. Ist, glaube ich, gesünder. So. Jetzt muss ich da unten nur noch den wegkriegen. Und der bleibt sowieso da. Dann kommt der dahin und dahin. Und ja, das, ja, wie sieht das jetzt bisher aus? Das Holz stört da ein bisschen, weil das da überhaupt nicht hinpasst eigentlich. Oh, ich glaube, da werde ich dann. Hallo? Ich glaube, da werde ich dann doch nochmal irgendwie ein anderes Holz hinbauen. Aber das müssen wir dann spontan entscheiden. Und nicht jetzt. So. Weil. Der muss ja frei bleiben. Genau. So, dann setzen wir den dahin. Hm. So, jetzt sieht das Ganze natürlich ein bisschen ärgerlich aus. Weil. Ja. Baum. Ganz ehrlich. Baum. Lassen wir das jetzt erstmal so. Ja. Ich würde dann aber mal so sagen, falls euch meine Videos gefallen, dann abonnieren, kommentieren und auf jeden Fall bewerten, egal ob ihr das Video fandet. Und ja, ich sagte mal, bis dahin.